und herzlich willkommen zu einer neuen Aufnahme auf diesem Kanal. Heute möchte ich euch gerne mein Community-Forum vorstellen. Ja, wie ihr seht, hier ist noch nicht viel gepostet und hier gibt es auch noch nicht viele Mitglieder. Um genau zu sein, drei Leute. Ein Moderator, ein Administrator und zurzeit ein Spieler. Ja, was genau soll dieses Forum bewirken, beziehungsweise warum mache ich das Forum? Es hat sich in letzter Zeit häufig herausgestellt, dass doch ein paar Fragen gekommen sind. Und ich durchaus auch denke, dass viele Leute vielleicht auch untereinander bestimmte Codes, untereinander austeilen möchten, gegebenenfalls den anderen was beibringen möchten, vielleicht auch eigene Anleitungen schreiben möchten, was vorstellen möchten, oder eigene Plugins, die sie jetzt programmiert haben, durch meine Tutorials gelernt haben, wie man sowas programmiert, vorstellen möchten. Und dafür habe ich hier einfach mal ein Community-Forum gemacht. Hier werde ich halt Ankündigungen machen, das werden aber eher forummäßige Ankündigungen sein, die haben nichts mit meinem YouTube-Kanal in diesem Fall zu tun. Des Weiteren wird es hier einen Bereich für Bungee-Code geben, hier könnt ihr halt bei Fragen was da reinfragen. Hier gibt es Code-Schnipsel, wo ihr einfach kleine Code-Schnipsel hinposten könnt, ohne die groß zu beschreiben. Anleitung, wie ihr bestimmte Sachen macht. Das kann auch anderer Kram sein, es muss nicht zwingend programmiertechnischer Natur sein. Es kann halt natürlich auch sein, dass ihr jetzt erklärt, wie richte ich ein Bungee-Code-Netzwerk ein, oder andere Sachen, dass ihr das erklärt. Ja, Plugins, hier könnt ihr immer eure Plugins vorstellen. Das gleiche gilt hier für SpyGit. Dann haben wir hier noch Serverprojekte, da könnt ihr einfach euren Server vorstellen, wenn ihr einen eigenen Server gegründet habt. Projektvorstellungen, da könnt ihr Projekte vorstellen, die ihr gemacht habt. Das ist natürlich dann jetzt nicht in diesem Fall sozusagen auf Server basierend. Die Server werden hier oben vorgestellt. Das sind dann eher solche Sachen, wo ihr ein YouTube-Projekt vielleicht vorstellt. Oder wo ihr ein Premiere-Projekt vorstellt, was aber nichts mit in diesem Fall mit der Server-Vorstellung oder mit einem Plugin zu tun hat. Und ansonsten Vorstellung von Ideen. Wenn ihr eine Idee zum Beispiel für ein Plugin habt, dann könnt ihr die da vorstellen. Vielleicht wird sich jemand finden, der euch hilft bei dem Ganzen. Ja, und das ist halt die Idee an der ganzen Geschichte. Ja, und da könnt ihr euch einfach gerne registrieren. Das Registrieren ist komplett kostenlos. Und ich würde mich natürlich freuen, wenn ich euch da sehen werde. Fragen und so weiter werden natürlich euch da auch beantwortet. Ich werde da auch aktiv sein. Ja, und vielleicht ist das eine gute Möglichkeit, um Kommentare, Fragen etc. Auch zu lösen, beziehungsweise dass auch andere Leute eure Kommentare dann schnell wiedersehen. Weil sonst ist das halt einfach bei YouTube so unübersichtlich durch die ganzen Tutorials. Ich habe ja in diesem Fall, glaube ich, mittlerweile 20 Stück. Werden wahrscheinlich mit der Zeit noch mehr werden. Dass es einfach nicht mehr übersichtlich ist und die Fragen einfach doppelt gestellt werden. Und so könnt ihr dann ganz einfach die Fragen stellen und das untereinander machen. Und wie gesagt, das Registrieren ist hier kostenlos, das kostet nichts. Ich kann hier zum Beispiel jetzt mich nicht mehr registrieren, weil ich mich heute schon registriert habe. Ja, und ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr euch hier registrieren würdet. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin, tschüss.